Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sprechen darf. Und ich hatte gerade gesagt, dass ich die Menschen mit Crohn und Colitis in meiner Sprechstunde ganz besonders gerne begleite, weil sie eine Beziehungsmedizin brauchen, wo in der Regel reine Schemata in der Medizin nicht funktionieren, sondern wo man irgendwie sich aufeinander einlassen muss und schauen, wie geht man einen Weg miteinander. Und da erlebe ich das als besonders bereichernd auch für mich als Individualität, weil man in eine Art von Kontakt kommt, wo man voneinander lernt und wo ich den Eindruck habe, dass ich an den Geschichten, mit denen meine Patientinnen und Patienten zu mir kommen, teilhaben darf und ihre Lernschritte und ihre Entwicklungsschritte ein Stück weit mitmache. Integrative Medizin, vielleicht sage ich ganz schnell, ich bin Gastroenterologe, Internist, bin also total gerne Schulmediziner, ich mag meine Endoskope, ich mag mein Propofol, aber ich bin auch anthroposophischer Arzt, das ist meine Form der Integrativmedizin. Und in Alesheim formuliere ich das immer so, wir machen Medizin plus. Es geht mir also nicht darum, irgendwas wegzulassen oder zu sagen, wir haben eine Alternative, wir können irgendwas besser, sondern was mich daran begeistert, ist die Möglichkeit, neue therapeutische Optionen zu etablierten Konzepten dazuzunehmen, gerade wenn bei den Patientinnen und Patienten Fragen offen bleiben, Beschwerden offen bleiben, Symptome nicht ausreichend behandelt sind oder auch die etablierten Therapieverfahren nicht ausreichend wirken. Und wenn man jetzt schaut, wie ist das in der Welt eigentlich angesehen und schaut bei der WHO, dann ist die mittlerweile so weit, dass sie sagt, integrative Medizin ist eigentlich Best Practice. Es braucht eine konventionelle Medizin und da haben wir unsere ganze evidenzbasierte Medizin, wie wir sie klassisch an der Universität lernen. Und dann gibt es aber an ganz vielen Orten an der Welt komplementärmedizinische Verfahren. Und was eigentlich die beste Medizin sein sollte, ist, dass wir von überall das, was hilft, zusammennehmen und in Konzepte integrieren, die sich nicht an Grenzen von Wissenschaftlichkeit oder anderen dogmatischen Vorstellungen, was man machen darf oder nicht, orientieren, sondern sich an den Patienten orientieren und schauen, dass wir für sie die bestmöglichen therapeutischen Wege finden, die ihnen helfen, ihre eigene Biografie so zu verwirklichen, wie sie das für sich möchten und wünschen. Und etwas, was bei uns in Alesheim ganz, ganz wichtig ist, dass wir sagen, okay, das eine ist, wir gucken pathogenetisch, was liegt vor, wie behandeln wir, was muss man unterdrücken an Entzündung, wo braucht es eine OP, das machen wir alles, was die Patientinnen und Patienten brauchen. Aber dass wir immer versuchen, auch den Fokus ein Stück weit zu erweitern und schauen, okay, was hilft denn auch am Gesundwerden? Wo sind die Selbstheilungskräfte der Patientinnen und Patienten und wie können wir die mit anregen? Weil es ist eine Illusion, dass wir als Ärztinnen oder Ärzte oder Therapeuten irgendjemanden gesund machen. Wir können immer nur unterstützen, dass das, was an Gesundheitspotenzial bei Ihnen vorliegt, dass sich das möglichst gut entfaltet. Und wenn man jetzt schaut in die wissenschaftliche Literatur, dann verdanken wir Langhorst schon von 2005 und 2007 Studien zu der Frage integrative Medizin und chronisch entzündliche Darmerkrankung, ist das eigentlich ein Thema? Und der hat die Menschen gefragt, warum Komplementärmedizin, warum suchen sie Alternativmedizin? Und das war eigentlich erstmal ein ganz schön trüber Spiegel für uns als Ärztegemeinschaft oder Therapeutengemeinschaft, weil wir kamen da gar nicht so gut weg. Ein Grund war Nebenwirkung. Okay, da fühlen wir uns noch nicht so schuldig. Aber die Medikamente vor 15 Jahren, muss man ehrlich sagen, waren noch andere als die, die wir heute haben. Oft hat es nicht geholfen. Es gab auch keine so breite therapeutische Palette, wie sie heute zur Verfügung steht. Es gab keine Behandlung, vielleicht auch, weil das Krankheitsbild nicht richtig erkannt wurde. Lebensstil, es wurde nicht richtig diskutiert, zu wenig Menschlichkeit. Ganz viele Faktoren, wo man eigentlich den Eindruck hat, hat dieser Beziehungsmedizin-Aspekt eigentlich da ausreichend Platz gefunden und hat nicht vielleicht dieses Nicht-Zeit-Haben oder sich nicht kümmern können aufgrund der Bedingungen dazu geführt, dass alternative Sprechstunden oder Therapieverfahren aufgesucht wurden. Eigentlich schade, wenn so eine menschliche oder zwischenmenschliche Komponente dazu führt, dass eigentlich gut erforschte und etablierte Therapiekonzepte vielleicht nicht zum Tragen kommen. Aber immerhin mehr als die Hälfte der Betroffenen in der Studie Befragten haben angegeben, dass sie Komplementärmedizin, also Komplementär- oder Alternativmedizin, in Anspruch nehmen. Und wenn man dann schaut, was für Menschen oder was zeichnete diese Menschen, die das in Anspruch nehmen, aus, dann waren es oft Menschen, die sehr viel Bildung auch über ihre eigenen Krankheitsbilder hatten. Und das ist ja etwas, was mich zum Beispiel in dieser Crohn- und Colitis-Organisation total begeistert, dass wenn Menschen zu mir in die Sprechstunde kommen, die hier irgendwie angeschlossen sind, die sind in der Regel mindestens so gut aufgeklärt wie ich. Und die Frage ist dann immer nicht, was gibt es alles für Optionen, sondern es ist dann immer die Frage, kann ich helfen, das richtige Urteil, die richtige Entscheidung zu treffen und die verschiedenen Gesichtspunkte miteinander abzuwägen. Aber das finde ich super. Also deswegen auf jeden Fall weitermachen mit der Arbeit. Großes Kompliment an die Menschen, die sich hier engagieren. Ja,
Insgesamt hatten die Menschen vor 15 Jahren, die sich mit Komplementärmedizin beschäftigt haben, ein eher höheres Gesundheitsbewusstsein. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr unbedingt ein Punkt, der sich auch differenzieren lassen würde. Sie waren eher jünger und das ist, glaube ich, ganz, ganz häufig, ist auch in unseren komplementärmedizinischen Sprechstunden, oft Menschen, die einen hohen Bedarf an Immunsuppressiva schon hatten oder einen hohen Steroidverbrauch und damit meist eine lange auch nicht symptomfreie Leidensgeschichte. Was wurde damals vor allen Dingen verwendet, das projiziere ich hier nur kurz hin, das ist eben jetzt 15 Jahre alt oder sogar 17, ist die Frage, ob das heute immer noch so wäre. Aber man merkt, und deswegen bringe ich das, die Palette an in Anspruch genommener therapeutischer Optionen, die war damals schon sehr, sehr breit. Und es hat jetzt bis 2020 gedauert, bis in Deutschland die Ergebnisse der Studien aus dieser Forschungsgruppe richtig bis in die Leitlinie gekommen sind. Und da sieht man jetzt ganz klar, die Fachpersonen, die positionieren sich ganz klar, wie ist das mit Komplementärmedizin und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Die sagen, man soll das machen, aber man soll die Kriterien einer evidenzbasierten Medizin, und da komme ich nachher noch drauf, was das bedeutet, soll man auf jeden Fall berücksichtigen. Was abgelehnt wird, sind pauschale Alternativen. Ich glaube, das ist etwas, was wir in den letzten 15 Jahren gelernt haben, dass ein Entweder-Oder in der Regel nicht der beste Weg ist für unsere Patientinnen und Patienten, sondern dass ein offen Hinschauen, was sind die besten Optionen aus verschiedenen Bereichen für diese konkrete Situation, in der Regel den besten Weg ermöglicht. Also nicht alternativ, sondern komplementär oder sogar integriert, das müsste das Ziel sein. Und die Leitlinienüberarbeitung von der DGVS, von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie und Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen, die hat das angefangen zu realisieren, dass die komplementärmedizinische Verfahren in die Therapieempfehlung integriert, so gut die Evidenz das bisher hergibt. Was auf jeden Fall vorgegeben ist über die Leitlinie, ist, dass wir als Ärztinnen und Ärzte mit den Patienten darüber reden müssen. Wir sollen sie fragen, warum machen sie das? Sind sie unzufrieden mit ihrem Imurec oder unzufrieden mit ihrer Antikörpertherapie oder womit auch immer? Oder sind sie nicht symptomfrei oder haben sie keine Lust mehr auf Steroide? Also wir sollen rausfinden, was ist eigentlich der Grund, der nach anderen Therapieoptionen suchen lässt, als die, die vielleicht herkömmlich erstmal angeboten werden. Und das bedeutet aber für uns, und deswegen ist die Arbeit von Darkomed und Menschen, die sich in dem Sinne engagieren, so wichtig, wir müssen uns informieren. Es gehört eigentlich zu einer guten Ausbildung von uns als Gastroenterologen, muss es dazugehören, diese therapeutischen Verfahren irgendwie zu kennen und bei Patientinnenwunsch auch supportiv einsetzen zu können. Aber reflektiert, nicht einfach nur, das wird schon helfen oder blind, nicht hingucken, die Studien nicht studieren, sondern schauen, okay, welcher Nutzen kann denn daraus entstehen? Aber welche Probleme sind damit vielleicht auch verbunden? Oder wird das dann eine Therapie, die noch teurer ist? Fast nicht möglich. Heute habe ich ein Medikament verabreicht, eine Spritze, 3.300 Franken. Da kann man viele komplementärmedizinische Medikamente in der Regel mit kaufen. Aber trotzdem, wir müssen das reflektieren. Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das für das Gesamttherapiekonzept? Also hinschauen. Eine Aufforderung, die ich total nachempfinden kann. Das kennen Sie wahrscheinlich alles, die Leitlinien. Und deswegen habe ich mich gefragt, okay, in meiner Sprechstunde, was sind denn da die Themen? Sind die noch so wie vor 15 Jahren, dass man keine gute Therapie findet? Ich muss sagen, die meisten Patientinnen und Patienten kriegt man irgendwie in ein therapeutisches Konzept, das auch gut funktioniert, womit die Menschen irgendwie alltagstätig sind. Und wenn ich schaue bei meinen jungen Patienten, wo wir vielleicht auch Erstdiagnosen stellen und so ganz auf diesen individuellen Aspekt schauen, dann ist häufig die Frage, kann ich mit dieser Erkrankung normal sein? Und das ist auch das therapeutische Ziel. Und es ist erstaunlich, wie die Menschen sich wie diese jungen Menschen sich hineingeben in die Koloskopien, in die ganze Diagnostik und Abklärung, wo man denkt, wie halten die das eigentlich aus? Das ist eigentlich unzumutbar, was jetzt an Approach da irgendwie möglich ist. Aber ich sage, ich mache alles, Hauptsache ich bin wieder so wie die anderen und kann mein Leben leben und feiern gehen, meine Schule schaffen. Total nachvollziehbar. Und dann aber spätestens, wenn der erste therapeutische Versuch nicht funktioniert oder wenn die Menschen etwas älter werden, dann kommt irgendwann die Frage, okay, nicht nur normal sein ist wichtig, sondern wie ist denn das, wenn ich mal nach vorne denke? Kann ich mit dieser Erkrankung meine Biografie leben? Wie kann ich die leben? Werde ich normal alt? Werde ich Kinder haben können? Auch mit den therapeutischen Möglichkeiten, die mir angeboten werden. Die Frage, bin ich kaputt? Es ist etwas so Berührendes, wenn da jemand sitzt, vielleicht 18, 19 Jahre alt und das Gefühl hat, er ist nicht richtig. Und das sind Fragen, die dann in der Sprechstunde gar nicht so einfach sind zu beantworten, wo ich auch merke, da ist diese Beziehungsmedizin dann eben ganz, ganz wichtig. Und auf der seelischen Ebene, und das versuchen wir eben in Alesheim immer mit zu reflektieren, erlebe ich
ich traue mich das jetzt mal so zu sagen, ich erlebe ganz viele Menschen, die sind nicht nur im Darm an der Oberfläche ein bisschen offen, sondern die sagen mir auch, ich bin total sensibel. Alles, was mir begegnet, nehme ich zu tief. Oder ich bin viel zu wach für das, was passiert. Also die merken auch, so in ihrer Empfindsamkeit haben die Fragen, wie sie sich im Verhältnis zu all den Eindrücken setzen, die mit denen passiert. Und kann ich das gut mit mir selbst ausmachen? Bin ich vielleicht eher introvertiert? Also auch da Fragen, wie kann man unterstützen in dieser ganzen Psychodynamik, die mit diesem Krankheitsbild auch einhergeht? Und Vitalität, wer kennt das nicht von Ihnen? Sei es nach einer Steroidtherapie, die wieder abgesetzt ist, oder Vitalität, Kraftlosigkeit, Leistungsfähigkeit. Die Frage, eine Mutter, drei Kinder, ja, wo soll ich meinen Überschuss an Kräften hernehmen, um meine Familie zu versorgen? Ich bin eigentlich die ganze Zeit mit Kranksein beschäftigt. Also wie können wir auch medikamentös oder durch äußere Anwendungen oder durch andere therapeutischen Optionen diese Ebene, die für den Alltag so relevant ist, irgendwie versuchen mitzubehandeln? Neben dem, dass wir natürlich körperlich Defekte, Fisteln, Abszesse, all das, was leider zu diesen Krankheitsbildern ja, dazugehört, dass wir die natürlich gut behandeln müssen. Und wenn man jetzt schaut, und wir haben uns abgesprochen, dass ich nur den medikamentösen Teil jetzt einer integrativmedizinischen Therapie darstelle, was bietet die Leitlinie oder wofür haben wir Evidenz? Dann ist erstaunlich, dass in der Leitlinie, ich war überrascht, irgendwie hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, vor allen Dingen als erstmal Cannabis kommt, als Präparat, was man bei Schmerzen einsetzen könnte. Ich werde das so oft gefragt, ich hatte da echt einen blinden Fleck. Insofern bin ich schon für die Einladung dankbar, weil den blinden Fleck konnte ich jetzt in der Vorbereitung bearbeiten. Und wenn man da nachliest, dann ist die Empfehlung ganz klar bei abdominellen Schmerzen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das reflektieren muss. Da gibt es einen Paragraph drüber. Da heißt es dann, man soll erst konventionelle Schmerzmittel nehmen. Aber wenn die nicht ausreichend funktionieren oder vertragen werden, und die sind ja eingeschränkt von der Auswahl aufgrund der Darmerkrankung, dann kann man auch mal Cannabis versuchen. Aber nicht als antientzündliches Präparat. Wenn man in die Studien schaut, dann merkt man, dass da doch so eine antientzündliche Komponente noch dabei zu sein scheint. Ich habe diese ganzen Studien in einer Langfassung meiner Präsentation auch aufgelistet und die stelle ich nachher gerne zur Verfügung. Aber ich gehe die jetzt nicht alle durch, weil ich glaube, das interessiert wahrscheinlich nur einen Teil, dass man schaut, wie viele Probanden und in welchem Setting. Das erlaube ich mir wegzulassen. Kann man Komplementärmedizin im akuten Schub machen? Wenn jemand irgendwie 20 Stuhlgänge hat und blutet, dann muss ich sagen, da gebe ich jetzt nicht ein pflanzliches Präparat und sage, okay, mit ein bisschen Weihrauch wird das wieder gut. Wenn jemand da Gewichtsabnahmen hat und wirklich in einem schweren Schub ist, da bin ich so froh, dass es Cortison gibt oder wenn Cortison nicht reicht, sowas wie Prograf. Das sind Schätze in der Medizin. Das ist mir wichtig, wenn ich jetzt andere Mittel darstelle. Ich schätze das, was wir schulmedizinisch zur Verfügung haben. Wir brauchen das im integrativsten Sinne. Aber wenn man dann schaut, es gibt sowas wie Einfaches wie Wermut, Absinth, das kennen vielleicht manche vom Schnaps oder vom Tee, richtig, richtig bitter. Da gibt es Evidenz dazu, dass wenn man das und auch Empfehlung, wenn man das anwendet, eine ganze Menge, 500 Milligramm, das schmeckt schon richtig bitter, also das muss man auch erstmal vertragen, dann kann man damit eventuell Steroide einsparen. Und man merkt, dass die Menschen auf eine Steroidtherapie dann auch besser ansprechen. Insofern wäre das ein Add-on, um eine Therapie besser verträglich oder weniger intensiv zu machen. Ich habe gerade eine Patientin, die leidet einfach, weil die Panik und Ängste kriegt unter Steroidtherapien, ist jetzt im akuten Schub und dann können wir bei ihr Wermut dazugeben. Wir haben das als Tropfen bei uns in der Klinik, braucht dann auch gar nicht so viel erfahrungsgemäß und dann kommt die mit weniger Steroiden aus, als sie vorher gebraucht hat und verträgt das und lässt sich überhaupt auf so eine Schubtherapie wieder ein. Das Problem jetzt hier zum Beispiel, es gibt gar kein standardisiertes Präparat in Deutschland und deswegen gibt es keine Zulassung, aber es wird erwähnt, dass es klinisch eigentlich Evidenz gibt. Und da haben wir auch eine Aufgabe in der Gesellschaft zu schauen, dass solche Präparate standardisiert entwickelt werden, damit sie allgemein den Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen. Dann etwas, was Sie wahrscheinlich alle schon kennen, ist der Weihrauch, Boswellia. Auch dazu gibt es Evidenz. Im Moment gibt es auch das Präparat oder gibt es die Präparate nur als Nahrungsergänzung und nicht standardisiert. Deswegen sind sie auch nicht im Leistungskatalog der Krankenkassen abgebildet. Aber was man sieht, ist, dass es gleich gut wirken kann wie zum Beispiel Mesalazin, gerade bei leichten Verläufen, und einen sehr positiven Effekt hat auf extraintestinale Manifestationen. Also wenn jemand zusätzlich noch Gelenkschmerzen hat, dann kann so ein Weihrauchpräparat in Ergänzung zu dem, was vielleicht die Basistherapie ist, diese Gelenkbeschwerden auch noch vermindern. Ähnlich gibt es positive Effekte bei der Colitis ulcerosa. Also schon ein Präparat, wo wenn die Patientinnen und Patienten zu mir kommen und mir erzählen,
mir tut das gut, ich mittlerweile nicht mehr sage, ja, ist ja nur pflanzlich, sondern ja, wahrscheinlich tut es Ihnen gut, weil Sie wissen, es hilft und nehmen Sie es weiter. Wahrscheinlich sparen wir dadurch Medikamente und es hat einen positiven Effekt nicht nur auf Ihren Darm, sondern vielleicht auf Ihre extraintestinalen Manifestationen. Und wenn man jetzt schaut, wo haben wir die beste oder die meiste Evidenz für komplementärmedizinische medikamentöse Therapien, dann ist es interessanterweise gerade in der Zeit zwischen Schüben. Also immer dann, wenn es um die Remissionserhaltung oder die Reduktion von Schubhäufigkeiten geht. Plantago kennen die meisten als indische Flohsamen, kann man auch als Quellmittel benutzen, gerade wenn der Stuhlgang zu weich ist, aber hat in der remissionserhaltenden Behandlung einen positiven Effekt. Das kennen wir von ganz vielen Maßnahmen, zum Beispiel eine semi-vegetarische Ernährung, ich hoffe, da greife ich jetzt nicht vor, oder einen Intervallfasten 16-8, sind Maßnahmen, die dazu führen, dass die Rezidivhäufigkeit beim Morbus Crohn abnimmt. Und das ist für Patienten natürlich total relevant, mal einen Schub haben, das geht. Aber wenn man jetzt die Chance hat, durch einfache Lebensstilmaßnahmen oder pflanzliche Produkte dafür zu sorgen, dass man nicht 3 Schübe im Jahr hat, sondern nur einen, dann ist das natürlich etwas, wo die Patientinnen und Patienten für Lebensqualität, Outcome, Langzeitprognose unbedingt mit profitieren. Und das wären jetzt alles so Fragestellungen, wo ich mir wünschen würde, dass wir in den nächsten Jahren zu all diesen Präparaten auch eine entsprechende Evidenz generieren, weil die Patientinnen und Patienten berichten, es tut ihnen gut und wir sollten schaffen, das auch wissenschaftlich zu fassen, abzubilden, damit die Leitlinienempfehlungen, die jetzt schon da sind, dass sie immer kräftiger werden und auch vielseitiger. Kurkuma, Kurkumin, wichtiger Bestandteil in Curry. Das ist mittlerweile auch Allgemeinbildung bei Patientinnen und Patienten mit Crohn und Colitis, dass das irgendwie einen positiven Effekt hat. Und viele tun es ins Essen dazu. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für den Geschmackserlebnis auch total wesentlich. Aber das ist nicht nur nice to have, sondern wir wissen, dass Kurkumin eben auch in der Remissionsinduktion, also im Erreichen einer Remission und in der Remissionserhaltung einen positiven Effekt hat. Dafür gibt es jetzt keine Empfehlung in der deutschen Leitlinie, weil es auch kein standardisiertes Präparat gibt. Und die können nicht ein Arzneimittel empfehlen, das es nicht gibt. Man weiß aber, dass die Substanz an sich einen positiven Einfluss auf die Entzündungsaktivität und eben auf diese Remissionserhaltung und Remissionsinduktion hat. Wenn man dann schaut, wie viel muss man nehmen, dann geht man da schon von 1 Gramm pro Tag aus. Und das, also von 2x 1 Gramm pro Tag, das ist eine ganze Menge Curry, die man essen muss, um 2x am Tag 1 Gramm davon zu verzehren. Und ich habe das deswegen hier reingenommen, nicht nur, weil es in der Leitlinie steht, sondern weil ich jetzt einen Fall hatte, den ich mitbegleitet habe, wo ein Patient etwa 4 Gramm am Tag genommen hat und dann unter dieser Selbstmedikation, der kam neu zu mir in die Sprechstunde, eine akute Hepatitis entwickelt hat, also eine akute Leberentzündung. Und das müssen wir uns klar machen, das hier ist nicht Homöopathie, wo wir keine Hepatitis entwickelt sehen, sondern das sind Medikamente mit einer substanziellen Wirkung, phytotherapeutisch Substanzgemische, die können Nebenwirkungen haben. Und deswegen verstehe ich auch die Leitlinienempfehlung, dass man sagt, wir Ärztinnen und Ärzte, wir Therapeuten, wir müssen mit unseren Patienten darüber sprechen, was sie einnehmen. Und man kann das gerne einnehmen und das kann helfen. Aber besprechen Sie es miteinander, dann können wir sagen, die Dosierung ist zu hoch oder vielleicht nehmen Sie davon nur die Hälfte oder nur jeden zweiten Tag und wir machen ab und zu die Leberwerte. Aber dass wir hinschauen, dass wir miteinander hinschauen und die Konsequenzen, die aus einer integrativen Therapie entstehen, miteinander tragen und auch sehenden Auges sozusagen schauen, was machen wir eigentlich. Und da finde ich das Kurkumin ein gutes Beispiel, weil es hat einen deutlichen Effekt, aber es kann auch eine Nebenwirkung haben und die müssen wir managen können, die müssen wir vor allen Dingen mitkriegen. Und in dem Fall ist es zum Glück so, dass der Patient sich wieder vollständig erholt hat, aber dass man das einfach weiß, diese Substanzen können Nebenwirkungen machen. Das sage ich nicht zum Angst machen, sondern das sage ich, um das Gespräch über diese therapeutischen Konzepte anzuregen und zu ermutigen, sich darüber auszutauschen. Myrrhe, ist interessant, ja, auch ein Harz, ähnlich wie der Weihrauch, hat auch bei ganz vielen anderen Erkrankungen, in der Rheumatologie zum Beispiel, einen ganz klar antientzündlichen Effekt. Und da gibt es jetzt ein Präparat, auch das leider nicht in der Schweiz zugelassen ist, oder ich bin nicht richtig informiert, aber in Deutschland ist das verfügbar, das Myrinil in Test. Ich habe da keine Aktien und werde von denen auch nicht bezahlt, aber ich finde es ein interessantes Präparat, weil es ganz klar in der Studienlage so ist, dass es einen remissionserhaltenden Effekt hat. Das heißt, wenn wir jemanden mit einer leichten Colitis oder mit einem leichten Crohn haben,
der nach einem Schub in einer stabilen Remission ist und oder in der Remission ist und wir wissen, die Person neigt vielleicht dazu, mal häufiger Schübe zu machen, dann kann man statt mit Salofal kann man eine remissionserhaltende Behandlung auch mit diesem pflanzlichen Präparat machen. Und was eben der Hinweis ist jetzt aus der Datenlage, ist, dass es nebenwirkungsärmer ist als vergleichbare chemische Präparate, die in den Kontrollgruppen verwendet wurden. Insofern gibt es hier auch die Möglichkeit, durch bestimmte pflanzliche Produkte eine verträglichere Therapie mit einem ähnlichen Nutzen zu machen. Ja, trotzdem haben ganz viele unserer gerade phytotherapeutischen Heilmittel ganz viele offene Fragen. Es gibt zu vielen kleine Studien, aber oft sind die nicht aussagekräftig genug, um eine klare therapeutische Empfehlung zu machen. Zum Beispiel Heidelbeermuttersaft ist sowas. Einzelstudie von 2008. Tormentilla. Etwas, wo ich jetzt sagen kann aus der eigenen Erfahrung, das hilft immer wieder ganz gut. Es ist eine kleine Pflanze mit einem ganz hohen Gerbstoffanteil, gerade in der Wurzel. Und das hat so eine membranabdichtende Wirkung, so als würde man Leder machen. Und wenn jemand wirklich starke Durchfälle hat bei einer ausgeprägten Verletzung der Oberfläche in der Schleimhaut, dann hat das einfach eine abdichtende Wirkung und hilft, dass sich Durchfälle reduzieren. Aber die Evidenz, die wir dazu haben, ist noch sehr gering, sodass es dafür noch keine Empfehlung gibt. Ingwer ist so etwas, Grüntee, etwas, was in ganz vielen Krankheitsbildern ganz stark erforscht wird, wo wir im Moment, wenn ich es richtig überblicke, 3 bis 5 Studien haben, die sich mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beschäftigen, wo es aber auch noch nicht reicht zu sagen, in welcher Form, in welcher Dosierung, wie häufig und für genau was soll man es nehmen. Also da sind einfach Forschungsfragen noch offen. Und bevor ich zum Ende komme, noch einen Gedanken zur evidenzbasierten Medizin und zur Komplementärmedizin. Was wir oft nicht im Bewusstsein haben, als auch als universitär ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, ist, dass die evidenzbasierte Medizin eigentlich 3 Säulen hat. Und ich habe jetzt hier ins Zentrum geschrieben, die Säule, die am stärksten im Bewusstsein ist, nämlich die klinische oder die Forschung. Und die Forschung soll eine möglichst gute externe Evidenz generieren. Also ein Wissen über Präparate, über Behandlungskonzepte, das hinterlegt ist mit Studien. Das ist aber nur eine Säule. Und wenn man ehrlich ist, dann ist nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was wir täglich in unserer Arbeit an für Entscheidungen treffen, wirklich auf solche externe Forschungsergebnisse gegründet. Und wer einen Crohn und eine Colitis hat und einen Gastroenterologen, der wird diesen Gastroenterologen ganz sicher schon ganz oft in Situationen gebracht haben, wo dieser Gastroenterologe einfach, weil er die Erfahrung hat, so und so kann man es auch machen, von irgendwelchen Leitlinien abbringt und es funktioniert trotzdem. Und das ist die zweite Säule, die man nicht vergessen darf, der evidenzbasierten Medizin, das ist die klinische Erfahrung. Und die klinische Erfahrung hat 2 Seiten. Unsere Erfahrung als therapeutisches Team, aber auch Ihre Erfahrung. Und deswegen müssen wir auch darüber reden, was Ihnen hilft und was Ihnen nicht hilft. Und jede gute klinische Erfahrung sollte eigentlich zum Kristallisationspunkt einer Forschungsfrage werden. Die Ressourcen haben wir nicht. Aber wir sollten dranbleiben, Frage für Frage zu beantworten. Aber deswegen ist meine Haltung in der Sprechstunde, hat sich eigentlich so entwickelt, dass wenn mir jemand erzählt, das und das tut mir gut und hilft mir, und das mag total abstrus klingen, und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das helfen könnte, dass ich erstmal sage, okay, ach so ist das bei Ihnen. Jetzt fange ich mal an und versuche das zu verstehen. Und vielleicht mache ich eine Literaturrecherche und schaue nach, hat die Frage oder das Erlebnis schon mal jemand anders gehabt? Aber dass Sie sich klar machen, das, was Sie an Erfahrung mitbringen, hilft uns und der ganzen medizinischen Bewegung, dass wir besser werden. Und die dritte Säule ist die Patientenpräferenz. Und die rechtfertigt, dass alle therapeutischen Konzepte, die wir realisieren, egal welche Forschung und welche Erfahrung es gibt, immer so stattfinden, dass sie zu Ihnen passen. Das ist quasi der heilige Raum Ihres freien Willens, der zur evidenzbasierten Medizin unbedingt dazugehört. Und der uns auch dazu veranlasst, immer wieder mal unseren sicheren Boden zu verlassen und mit ihnen Wege zu suchen, die wir selbst noch gar nicht kannten. Und nach dieser Ausführung erlaube ich mir, ein paar Erfahrungen, also ein bisschen was von meiner eigenen Erfahrung zu teilen. Und da habe ich mir überlegt, was für Sie interessant sein könnte, wäre vielleicht ein paar Aspekte zur Behandlung von Nebenwirkungen. Ich hatte jetzt eben gerade diese Patientin, wo wir versucht haben, die Steroidmenge zu reduzieren durch Phytotherapeutika. Das war das eine. Und das andere, was wir versucht haben, wir haben versucht, ihre Unruhe und Ängste mit nicht-chemischen Präparaten zu behandeln.
Und ein Präparat, für das es in der Frauenheilkunde schon eine sehr, sehr gute Evidenz gibt, ist das Bryophyllum. Und ohne das würde ich, glaube ich, einen Großteil meiner Steroidtherapien mittlerweile nicht mehr durchführen wollen. Das ist auch so ein Standardpräparat für nächtliche Patientinnen in der Notaufnahme, die irgendwie in der Hyperventilation und einer Angststörung zu uns auf den Notfall kommen. Bryophyllum, eine Kautablette, 50%, richtig phytotherapeutisch, die eine unheimlich gute, beruhigende Wirkung hat. Und zwar eine beruhigende Wirkung, anders als jetzt Benzodiazepine, die nicht schlafen lässt oder nicht eine Fahruntüchtigkeit erzeugt. Das ist kein Schlafmittel. Wenn man das nimmt, schläft man nicht ein, aber man wird innerlich ruhig. Und wer das kennt, dass er unter einer Steroidstoßtherapie innerlich diese Unruhe kommt, die oft so schlecht auszuhalten ist, weil man gar nicht weiß, wohin, da habe ich den Eindruck, ist das ein Präparat, was richtig gut helfen kann. Und wir haben jetzt gerade eine Studie angefangen, auch in Alesheim, die versucht, dafür eine Evidenz zu liefern. Da sind wir gerade dran. Also aus meiner Erfahrung ein ganz interessantes Präparat. Und dann etwas, was eigentlich aus der Homöopathie kommt, bei Übelkeit. Sie kennen das gerade zum Beispiel beim Imorec oder beim 6-Mercaptopurin, da etwas weniger statistisch gesehen, dass wenn man so etwas neu eindosiert, dass gerade in den ersten Tagen doch häufig Übelkeit auftritt. Und da kann ein paar Tropfen, 10 Tropfen bei Bedarf, mehrmals am Tag kann man das auch nehmen von diesem Nux Vomica, kann helfen, hat einen antiemetischen Effekt und macht aber jetzt nicht wie andere Antiemetika vielleicht müde oder eine Steigerung der Peristaltik, die man bei jemandem, der Durchfälle hat, gar nicht möchte. Also das noch etwas aus dem Erfahrungsschatz, mit dem wir arbeiten. Und dann etwas, was ich auch ganz relevant finde und wo viele Menschen ja fragen, was sind denn von unseren neuen Therapiestrategien, wenn wir die ganzen Biologika anschauen, was sind die häufigsten Nebenwirkungen? Und statistisch muss man zum Beispiel bei den TNF-Alpha-Blocker sagen, die häufigste Nebenwirkung ist, dass man statt einem Infekt pro Jahr 2 Infekte pro Jahr kriegt. Und wenn man dann jemanden hat, der ein bisschen unsicher ist und der Herbst kommt und jemand ist vielleicht gerade leistungsmäßig im Beruf stark eingebunden, dann kommt häufig die Frage, gibt es irgendwas, was ich tun kann, damit ich keinen Infekt kriege, damit ich dieses Jahr keine Grippe kriege oder keinen fieberhaften Atemwegseffekt. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen mit dem Infludo oder Influduron, gibt es als Globuli oder als Tropfen, dass man das einfach mal über einen Monat oder über 3 Monate in so einer Saison einnimmt. Die vielleicht wichtigste therapeutische Säule der anthroposophischen Medizin sind eigentlich nicht unsere Medikamente, sondern die äußeren Anwendungen, die bei uns im Spital vor allen Dingen die Pflege durchführt, die aber den Charme haben, dass die jeder auch zu Hause machen kann, selber lernen oder beziehungsunterstützend auch Partnerinnen oder Partner das für einen machen können. Und man darf das nicht unterschätzen, was die liebevolle Zuwendung, die eine äußere Anwendung mit sich bringt, an positiven therapeutischen Effekt und Nutzen bringt, wenn das in einem gesunden sozialen Setting stattfindet. Und das ist etwas, was ich in der Sprechstunde ganz, ganz häufig empfehle. Ich habe unten die Homepage dazu angegeben. Das ist ein kostenloses Portal, wo man auf moderne Art und Weise aufbereitet alte häusliche Hausmedizinanwendungen nachlesen kann, wie man die macht. Da gibt es Anwendungsbeispiele, Indikationen dazu, welche Substanzen man braucht. Und wo man einfach in der Selbstbehandlung ganz viel machen kann, gerade wenn es um eine reine Symptomlinderung geht. Also verstehen Sie mich nicht falsch, das ersetzt nicht die Schub- oder die remissionserhaltende Therapie. Aber wer von Ihnen mit Crohn und Colitis ist denn wirklich immer symptomfrei? Da müssen wir ja leider sagen, so gut sind wir gar nicht therapeutisch. Sondern es gibt immer wieder Zeiten, wo der Bauch doch wehtut oder wo man was gegessen hat, hätte ich jetzt nicht essen sollen. Und dass man dann Handwerkszeug an die Hand kriegt, um diesen Bauch wieder zu beruhigen, zu entspannen oder die Verdauung zu stärken. Und da können diese Anwendungen helfen. Habe gerade eine auch psychisch kranke Patientin mit einem unglaublichen Fistelleiden bei einem Morbus Crohn, wo vor allen Dingen die Fisteln im Vordergrund stehen und die jetzt gerade frisch operiert ist zum 3. Mal und die einfach in dem operierten Bereich eine enorme Spannung und Schmerzen hat. Und die hat jetzt Kamillendampfbäder gemacht. Das heißt, man nimmt Kamillentee in eine Schüssel, setzt sich da drüber, 10, 15 Minuten, darf nicht so heiß sein, dass man keine Verbrennung kriegt. Und das hat einen desinfizierenden, also antibakteriellen, antiviralen Effekt, aber vor allen Dingen einen stark schmerzlindernden und entkrampfende Wirkung. Das dauert 1-2 Minuten, bis die Wärme anfängt zu wirken und dann wirkt noch die Kamille und man merkt schon Linderung. Also das kann ich empfehlen. Oder Kupfersalbe,
Bauchwickel mit Oxalis. Auch so viele Präparate wie Kümmel, die man noch kennt aus seiner Kindheit, sind Mittel, die nicht nur in der Kindheit wirken, sondern durchaus noch im Erwachsenenalter. Also da möchte ich einfach Mut machen, die Eigenkompetenz in der Symptombehandlung zu lernen und zu stärken und sich mit solchen Anwendungen zu beschäftigen. Das Basiskonzept der anthroposophischen Medizin sieht vor, dass wir versuchen, vier Ebenen bei unseren Patientinnen und Patienten zu reflektieren. Dass wir schauen, was liegt körperlich vor, wie ist es mit der Vitalität, wie ist die seelische Dimension und was macht unsere Patientinnen und Patienten als Persönlichkeit, als Individualität aus. Und entsprechend vielfältig sollten auch die Therapiekonzepte sein. Und deswegen bin ich froh, dass ich nicht der einzige Sprecher heute Abend bin, sondern dass Frau Huber zum Beispiel nachher noch anschließt, auch mit den nicht-medikamentösen Therapieansätzen. Aber sowas wie Achtsamkeit, Meditation, Bewegungstherapien, Ernährung sind alles therapeutische Ansätze, die zu einem ganzheitlichen Therapiekonzept beitragen können. Und deswegen hoffentlich als Gesamtkonzept auch helfen. Wahrscheinlich war das jetzt der Gong, dass ich bald aufhören muss zu sprechen. Das trifft sich gut. Ich bin bei den Take-Home-Messages. Also erstmal müssen wir sagen, Komplementär- und Alternativmedizin bei CED ist häufig. Wenn wir es als Alternative betreiben, ist es, glaube ich, eine Gefahr. Und dann verschenken wir uns gute Therapieoptionen. Wenn Alternativ- und Komplementärmedizin Ausdruck von Unzufriedenheit ist, sprechen Sie mit Ihren Ärztinnen und Ärzten und dem therapeutischen Team. Das sollte nicht der Grund sein. Aber wir wissen, all die Präparate, die ich vorgestellt habe, die können die Remission unterstützen, sowohl das Erreichen als auch das Erhalten, können Steroide sparen und Symptome und Nebenwirkungen reduzieren. Ja, das vielleicht als kurzer Überblick. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei, was Sie mitnehmen können und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.